Man könnte genauso gut fragen, warum, wozu gibt es eine Welle? Ist eine Welle im Sein? Um sich zu erkennen, um sich zu erblicken, vor dem Brechen etwa, Existenz empfinden, nicht wirklich authentisch, sondern wie in einem Traum, wie hinter einem Nebelschleier. Oder einfach, um sich schnell nochmal zu erbrechen vor der Brechung am Gestade. Und wenn sich die Schleier lüfteten, dann synkopischer Fall in die Ohnmacht des unertragbaren Schockzustands. Klammer auf, wie oft ich als Kind in Ohnmacht gefallen bin, sobald das wirkliche Reale auftauchte in Form pulsierenden Blutes oder dem plötzlichen Vernehmen des Schlagens des eigenen Herzens. Das Rätsel des Existenzempfindens, des Existenzgefühls, das Rätsel des Körperempfindens, der Raumausdehnung, der Zeitausdehnung, der Leiblichkeitsausdehnung, sprich all das, was man Vergegenwärtigung, Bewusstsein nennt, eines Präsentseins, eines Daseins, angesichts gleichzeitig von dessen Verunwirklichung, des Ungeschehenmachens, der Irrealisierung. Ob des Wiederwegseins, des Durchstreichens, des Nie-mehr-Empfindens, des Umdrehens der Empfindung vom Heureka, vom Erstaunen, vom Jubilieren in das Erbrechen, in das Entsetzen. Welche Funktion hat all das? Dieses Fading, diese Aphanesis, dieses dem Boden unter den Weg, unter einem weggezogen Kriegens als Umkippmoment von Vergegenwärtigung im sich wieder verschwinden machen, in die Synkope, den ohnmächtigen Kollaps qua Unerträglichkeit des Wiederdurchstreichens, des Aufklaffens mit nachfolgendem Vergessen machen. Und dennoch immer wieder das Eröffnen und Wiederverschließen in Imitatio, in Nachahmung genau dieses Wiederholungszwangs der Sexualakte, die darin wiedergespiegelt werden. Eröffnung, Produktion, Auftauchen des Entsetzlichen, der Schönheit, Vergessen des Entsetzens, Wiederkehren machen der gleichen Chose. Je traumatischer, umso hochgespannter, lust- und schmerzreicher zugleich. Ich bin da, aber wie lange noch, sagt sich der fallende Regentropfen, Fortsetzung folgt.